auch auf die Möglichkeit hin, dass das jetzt ein total dämliches Video wird, aber ich habe trotzdem mal eine Frage. Ne, ich möchte eigentlich selten irgendwas jemandem erklären, aber ich stelle gerne Fragen. Und die Frage, die ich jetzt habe, wäre mal wieder Thema ISS. Ist ja gerade mal wieder in den Medien. Ja, also wird ja immer schön wieder gebetsmühlenartig wiederholt, ne, das ISS-Thema. Und die hat hier eine Breite von 107 Meter und eine Länge von 88 Meter, sagen wir mal 100 mal 100 Meter, so ungefähr Pi mal Daumen. Und wenn ich mir normale Flugzeuge angucke, ne, die haben auch so um die Dreh rum, ne, 72 Meter, also kann man sagen, ist so Pi mal Daumen, so ein Flugzeug ungefähr so groß wie die ISS. Und das Flugzeug fliegt ja in 10 Kilometern Höhe über uns. Und da wissen wir ja ungefähr, wie groß es ist. Ne? So. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass so ein Flugzeug in 400 Kilometer Höhe fliegen soll, bin ich mir nimmer so sicher, ob ich das jetzt sehe mit dem bloßen Auge. Allerdings ist das aber angeblich möglich. Ne? Hier ist gerade mal wieder aktuelles Thema. Ne, wie gesagt, es wird jedes Jahr gebetsmühlenartig wiederholt. Ne, und hier am bloßen Auge, mit dem bloßen Auge am Himmel zu erblicken, die ISS. Ne, und da dreht die halt immer so fröhlich ihre Runden hin und her. Dann gibt es natürlich auch ein ganzes Team von Astrofotografen, die da mit ganz tollem Equipment den Himmel fotografieren können. Und da sehen die Aufnahmen dann ungefähr so hier aus. So Pi mal Daumen. Ne, die sind dann auch von verschiedenen Seiten zu betrachten. Also es scheint sich schon um ein dreidimensionales Objekt irgendwie zu handeln. Und nun möchte ich euch mal den Walter Ernsting vorstellen, falls ihr den noch nicht kennen solltet. Das ist eigentlich die Science-Fiction-Schriftsteller-Ikone schlechthin. Und der hat sich, so habe ich das jetzt erfahren, einen Battle geliefert mit dem Erich von Däniken. Ne, den kennt ihr ja bestimmt alle. Und zwar geht es um das Buch, was da der Walter Ernsting außerhalb seiner ganzen Serien geschrieben hat, am Tag, an dem die Götter starben. Ne, und hier sagt der Walter selber, dass es sich eigentlich um einen Tatsachenbericht handelt, der an der Verkleidung einer utopischen Geschichte verpackt wurde. Jo, hier haben wir es, ne? Erich von Däniken spricht davon, dass der Titel an der Tag, an dem die Götter starben, eine Anspielung auf sein Werk, der Tag, an dem die Götter kamen, ist. Dabei ist seine Arbeit erst 5 Jahre später veröffentlicht worden. Andersrum wird wahrscheinlich eher ein Schuh raus. Also schon krass, ne? Da haben die sich hier gebettelt. Also zuerst hat der Walter Ernsting 1976 das Buch rausgebracht, der Tag, an dem die Götter starben, ne? Als Tatsachenbericht, den er getarnt hat als eine Geschichte. Und dann kommt der Erich von Däniken 5 Jahre später und haut ein Buch raus, was ganz so ähnlich heißt, ne, Tag, an dem die Götter kamen. Ne, das Buch ist natürlich richtig gepusht worden sozusagen. Ne, damit bin ich auch irgendwie eingestiegen in diese ganze Szene hier. Und der Tag, an dem die Götter starben, das habe ich ja so ziemlich am Ende meiner Recherchen mitbekommen. Um mal nur ein ganz kleines bisschen zu spoilern, also ich glaube mich zu erinnern, ich habe es ist lange her, als ich das letzte Mal gelesen habe, ne, dass es um eine Region ging, hoch oben im Norden, irgendwie beim Nordpol, ne, und da ist ein goldschimmernder Berg, da sind irgendwelche Militärs drin und die haben irgendwelche krasse Technik mit Laser und so weiter und so fort. Und irgendwie, ich weiß nicht warum, muss ich, wenn es ums Thema ISS geht, immer an das Buch denken. Ja, was will ich damit eigentlich sagen? Ne? Also, ich rechne immer gern mit dem Worst Case, mit dem schlimmsten anzunehmenden Szenario und das wäre dann praktisch hier der Fall, dass vielleicht, ich weiß es nicht, keine Ahnung, hoch oben im Norden jemand in irgendeinem goldenen Berg sitzt, laut Walter Ernsting, und damit Laser irgendwelche Sachen an den Himmel projizieren kann. Ist es technisch möglich, ne, mit einem Laser an der Ionosphäre ein Bild entstehen zu lassen, was dreidimensional wirkt, was man alle 1,5 Stunden um die Erde sausen lassen kann und nur in der Nacht sieht, sozusagen?
Wäre das theoretisch möglich? Ich frage nur blöde Fragen. Mehr frage ich nicht. Also mehr mache ich nicht. Gut, bis später. Und wo wir schon mal dabei sind, können wir ja mal zur Wurzel allen Übels, hätte ich fast gesagt. Also zur Wurzel von dem Ganzen gehen. Und das wäre ja dann der Sputnik, ne, der 1957 da angeblich dieses Weltraumfieber losgetreten hat. So sieht er aus, falls den noch mal niemand gesehen hat. Also ein Ball mit so ein paar Dingern dran. Und der Ball hat einen ganzen Durchmesser von, oh, jetzt sogar noch 58 Zentimeter. Krass, ich habe mal was von 85 Zentimeter gesehen. Jetzt steht hier 58 Zentimeter, also knapp 60 Zentimeter. 60 Zentimeter. So, und die Sternwarte Rodewisch, die ist bei mir hier ganz in der Nähe. Ich war da vor einigen Jahren dort gewesen, konnte mit dem damaligen Leiter der Sternwarte reden und er sagte zu mir, dass er glaubt, dass das damals eine politische Propaganda gewesen ist. Und als ich damals 2011 oder 12 war ich dort gewesen, glaube ich, oder 13 lass es gewesen sein, da hingen die ganzen Fotos und die ganzen Bilder von der Sputnik-Beobachtung bei den Toiletten. Also nicht einmal im Hauptraum, sondern in einem Nebenraum bei den Toiletten sozusagen, ne, wo man dann zu den Toiletten gehen kann. Hier mal noch so ein paar Fotos davon, wie das damals ausgesehen hat. Also so wie der Leiter der Sternwarte mir berichtete, haben die damals einen 16, 17, 18-jährigen Schüler auserwählt aus der Oberschule und den haben sie mit einem Fernrohr hingesetzt, so einem hier und einem Feldstecher. Ja, einem Feldstecher und einem Fernrohr und durch den Feldstecher ist dann angeblich der Sputnik gesehen worden und das war dann die offizielle Meldung nach Moskau, dass er gesehen wurde, der Sputnik. So, dann hat noch jemand aus Hamburg, glaube ich, ein paar Radiosignale aufgezeichnet und das sind die Beweise dafür gewesen, für die ganze Welt, dass die UdSSR damals einen 60 cm großen Ball in 400 Kilometer Entfernung geschickt hat und man den sehen konnte.